Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Bevor wir also diese parlamentarische Woche mit einer Aktuellen Stunde zum Sozialstaatskonzept der SPD beenden, herzlichen Dank an die FDP, dass Sie das für uns auf der Tagesordnung ermöglichen. Beschäftigen wir uns also noch mit zwei Anträgen zum Geschäftsgeheimnisschutz von Grünen und Linken. Beide Anträge, meine Damen und Herren, sind von unterschiedlicher Qualität. Der Antrag der Linken hat eher Sammelsurium-Charakter mit mehr oder weniger substanziellen Punkten. Der Antrag der Grünen atmet ein bisschen mehr Beschäftigung in der Sache, aber die nötige Qualität hat er auch nicht. Was ist nämlich die nötige Qualität? Die nötige Qualität wäre gewesen, hier wirklich einen Änderungsantrag zum Gesetzentwurf zu machen, der im Verfahren ist. Dafür hat es offensichtlich nicht gereicht, aber okay, auch das nehmen wir so zur Kenntnis. Natürlich ist es richtig, die Anhörung im Rechtsausschuss Mitte Dezember zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung hat sich kritisch mit einigen Punkten auseinandergesetzt, insbesondere auch mit dem ja mit im Zentrum stehenden § 5. Die Frage, handelt es sich nun um eine Konstruktion über Rechtfertigungsgründe oder um eine Bereichsausnahme? Das ist von den Sachverständigen in unterschiedlicher Weise aufgegriffen worden. Und verkürzt gesagt, vielleicht noch mal für die Zuhörer auf der Tribüne, ist die Kernfrage, muss ein Journalist gegebenenfalls erst vor Gericht erstreiten, straffrei zu bleiben, wenn er einen Skandal aufdeckt? Oder ist von vornherein klar, dass das sozusagen in seiner Möglichkeit ist, das auch straffrei zu machen? Da will ich, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch gar kein Geheimnis machen aus meiner eigenen Position. Ich glaube, dass wir mit diesem Ziel, mit diesem Gesetz das Ziel verfolgen müssen, eindeutige und praxistaugliche Lösungen zu finden. So eben wie die Arbeit der Journalistinnen und Journalisten tatsächlich im wahren Leben ist. Wir brauchen ein Gesetz, das unterstützt und nicht erschwert. Und das ist, glaube ich, auch das gemeinsame Ziel der Koalition, zu schauen, wie können wir am Ende auf der Basis des Gesetzentwurfs des BMJV dieses Ziel erreichen. Ich glaube auch, dass wir die Bedenken sehr ernst nehmen müssen in Bezug auf die Rechtfertigungslösung. Ich glaube, dass wir mit der Bereichsausnahme für Journalistinnen und Journalisten einen klareren und praxistauglicheren Weg hätten. Übrigens inklusive auch der Frage des Schutzes von Informanten. Und ich bin den federführenden Berichterstattern Nina Scheer und Ingmar Jung, beide haben hier schon gesprochen, sehr dankbar, dass sie sich in sehr konstruktiven Gesprächen auch bewegen. Auch ist deutlich geworden, dass wir noch nicht in allen Punkten entscheidungsreif sind. So ist das im normalen Leben. Auch die Frage nach dem berechtigten Interesse, das zur Begründung eines Geschäftsgeheimnisses notwendig ist, gehört dazu. Ich bin mir aber auch ganz sicher, dass es für uns als SPD ohnehin, für die Koalition insgesamt, grundlegender Wert ist, Presse- und Medienfreiheit insbesondere in Zeiten von Fake News zu stärken und abzusichern. Unser Ziel muss es sein, die Informationsfreiheit zu schützen, damit Journalistinnen und Journalisten ihre Arbeit gut machen können. Es kommt auf Rahmenbedingungen an, die geeignet sind, und nicht auf die Frage, ob man eine gute Rechtsschutzversicherung hat, um journalistisch arbeiten zu können. Und ich bin guter Dinge, dass die Koalition in der nächsten Zeit auch die letzten noch unklaren Fragen klären kann. Und dann gilt, etwas abgewandelt vielleicht, das Strucksche Gesetz. Jedes Gesetz, auch dieses, verlässt den Bundestag noch ein bisschen besser, als es reingekommen ist. Herzlichen Dank. Der nächste Redner, Professor Dr. Heribert Hirte, CDU-CSU-Fraktion.